sind uns sicher, dass wir nicht noch irgendwas mitnehmen wollen. Ich weiß nicht, das hier zum Beispiel. Psst. Psst. Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt. Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Na endlich. Ja, gib mir mal irgendwie, da ist das Fadenkreuz. Winde von hier sind instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, die in der Mitte der Tür hängt, siehst du? Lass sie nur los. Ah, das da. Verstehe. Und weitergeben. Jetzt kannst du die Winde von Hela absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Gern geschehen, ich bin da mal weg. Hier ist es kalt genug, um meinem die Nasenhaare gefrieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Wir waren viel zu lange fort. Egal, wir haben jetzt die Winde von Hel. Machen wir daraus kein Hel. So, viel Spaß euch. Danke fürs Hacken. Ja, Eisnachtbar. Kein Hehlnachtbar? Wäre irgendwie naheliegender gewesen. Na nö, jetzt aber. Nö. Nicht bevor ich nicht geguckt habe, dass hier alles sicher ist. Zum Beispiel gib mir mal. Ja, komme ich da von der anderen Seite ran? Bedingt. Ich merke schon, das wird komplizierter diesmal. Oder gar unmöglich, auch schön. Mich das ankreuzen, einfach drauf losfeilen zu können. Egal. Halt, so eins. Feuer! Na, greift mich das an? Nein. Das Schild der Vorhersehung. Wenn du meinst. Gut, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Wir können zurück durch diese Höhle. Tut mir leid, ich denke immer noch an die Sache von vorhin.
Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hehl zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Verstehe das Problem. Wir müssen also mit der Flamme da durch. Na, das wird lustig. Reicht die Zeit dafür überhaupt aus? Hier reicht sowas von garantiert nicht aus. Versuchen kann man es ja trotzdem einmal. Aber ich glaube, dieser Weg hier ist mindestens genau 10 Sekunden lang, damit das halt nicht passiert. Ja, sag ich doch, da kommst du so nicht durch. Also muss ich es woanders hernehmen. Aber wo? Ach, da! Gut. Noch ein paar Wünsche, Kopf. Ich bin ja so gemein. Wobei, das Tor ist offen. Das soll schon schief gehen. So, das wird jetzt lustig, die Flamme bis nach hinten zu kriegen. Versuchen wir es dennoch. Flamme weitergegeben. Tödliche Kriegsgriffe. Selten Kriegsnaufen. Kann ich die etwa... Ja, ich kann die anlegen und das wird mir gleich sehr viel bringen. Hihi. Ich meine, Stärke von 8. Was haben wir hier? Stärke von 10. Also, ja, komm, die sind durchgehend besser. Sehr schön. Nehme. Fast. Und bam. Ich würde das durchziehen. Ja, doch. Nachtmare sind mir gerade am wichtigsten, was das Ausschalten angeht, weil nervig. So, gibt es hier noch eine andere Station dazwischen? Nee, da muss das Feuer mal etwas weiter tragen. Okay. So viel dazu. Noch irgendwo
Ah, da oben ist das nächste Ding. Hä? Wo? Hinter dir! Glaube ich nicht. Ach, da! Du auch, ja? Ja, komm, zielen, Feuer. Fuck. Besser. Finde ich schön, dass alle so gesagt haben, hey, voll böse und hier im Prinzip alles nur voller rumläuft, weil hoffentlich, weil ich weit genug ausgebaut worden bin und nicht, weil das Spiel mich gleich verarscht von wegen, aha, du dachtest, du bist gut, stirb. Welche Hilfe. Der Rabe von Odin wies uns den Weg. Jetzt muss ich nur noch das Licht wiederfinden, das ich hier irgendwo hin gebaut habe. Ach da. So, von hier aus rennen wir jetzt weiter nach hier. Ich hätte gehofft, dass hier noch irgendwo so ein Ding ist. Aber irgendwie nicht. Okay, nee. Guck vorsichtshalber trotzdem nochmal hier hin und dahin und ist da hinten vielleicht irgendwas? Nö. Dann müssen wir wahrscheinlich wirklich mit der Flamme von da hinten bis hier vorne durchrennen. Und bis hier runter? Um da ranzukommen? Wir sind uns sicher, dass das nicht noch irgendwo eine Zwischenstation ist? Na gut, eine Minute ist relativ lang und wir reden hier von einem Sechstel einer Minute und ein Sechstel ist jetzt nicht so wenig, also... Los geht's! Was ist es? So nicht. Ja, da oben ist das Ding. Wusste doch, es muss hier irgendwo noch eins geben. Frage, wie komme ich da ran? Sehe ich es von irgendwo aus, außer von da? Hä? Na. Greif mir hier nicht ohne meinen Willen an. Okay, das sollte zu machen sein, in Klammern hoffe ich. Denn wenn nicht, dann wird's ätzend. Okay, ich bin in Reichweite und ich renne! Fuck, ey. Selbst das wird noch recht knapp. Gibt's vielleicht noch irgendwo ein Brückenstück? Stückenbrücke irgendwie? Vor allem, ich muss hier ankommen im richtigen Winkel und dann werfen und das auch noch treffen, das Ding. Das... Ugh.
müssen notfalls mal ausjustieren, wie lange wir dahin brauchen. Okay, wie soll ich das bitte im Vorbeirennen treffen? Das ist, hallo? Sicher? Mich irgendwie auf die Platte rauf, wäre das vielleicht was anderes. Komme ich aber nicht. Kommt jetzt schon auf die Verbesserung, die mir dann sagt, ja, das Hehlfeuer hält länger. Verdammt. Das Gute ist, ich wüsste jetzt gerne, ob es möglich ist oder nicht. Es wird möglich sein, oder? Ich meine, die Abstände wurden jetzt Stück für Stück größer, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das jetzt die letzte Hürde ist. Zum Rennen reinzudrücken. Ich habe so den Eindruck, gerade es wird immer langsamer. Sieht jetzt nicht aus, als könnten wir dadurch irgendwie... Wir haben wohl noch gar nichts gefunden in dem ganzen Kram hier. Ja, das passiert, liebe Freunde, wenn man versucht abzukürzen und einfach zu blöd zum Abkürzen ist. Dann rennt man natürlich irgendwo anders runter. Gib dir mal ein bisschen Mühe, Kratos, hier. Hier geht es immerhin darum, möglichst schnell zu deinem Jungen zurückzukommen. Ich gehe nicht zu dem zurück, bevor du hier nicht dieses Licht angezündet hast. Du kleiner Zündermeister, du. Verdammt, ich habe einfach zu spät das Ding rausgeholt. Okay, es ist möglich. Ich muss noch mein Timing verbessern. Und ich muss ein Gefühl dafür kriegen, wo der Pfeil landet. Damit ich das im Rennen auch weiß. Sicher, dass hier nicht noch irgendwas ist? Irgendwas, was man leichter treffen kann als dieses kleine um die Ecke gedrückte Scheißding? Nein.
Ich hätte jetzt so gelacht, wenn hier im Boden so ein Ding eingelassen wäre, aber langsam wären meine Hände viel zu schwitzig für den Blödsinn. Okay, wir können relativ schnell losrennen, nur das Zielen ist so eine Sache. Das Zielen ist so eine Sache. Okay, ich versuche jetzt mal so blind das Kreuz in der Mitte der Truhe einfach so ins Ziel zu nehmen. Nee, daneben. Und ins Ziel. Nee, zu weit oben. Das wird also nix. Die nachfolgenden Folgen verzögern sich um T plus keine Ahnung wie viele Stunden. Hey! Was sollte das gerade werden, Kumpel? Wir standen in Reichweite. Normalerweise kriegst du das Vieh auch außerhalb der Reichweite. Jetzt mach mal hier nicht einen auf. Du weißt schon, seltsam. Das ist doch nicht so schwer. Ich muss das Ding noch mal rechtzeitig ausrichten. Ich komme hier halt angerannt und denke mir so, oh, toll, und jetzt lande ich auf einmal genau in der Ecke da unten. Wieso eigentlich? Ich müsste mehr so da so landen. Ich renne nochmal an. Die Frage ist natürlich auch, wenn ich jetzt Helheim verlasse. Bleibt das Ding da oben? Oder resettet sich das zurück an die scheiß Tür? Schon? Ätzend, ey. Na, so als hätten die das genau ausgemessen, die Wichser. So, wollen wir so theoretisch von hier unten nach da oben ist drin, oder? Oder muss ich da erst... Natürlich muss ich dann den ganzen Weg nach unten rennen. Warum auch nicht? Das ist also noch nicht mal der schwerste Abstand, den wir hier gerade haben. Gibt's irgendeine Möglichkeit, diese scheiß Zeit anzuhalten? Oh, ey, wer ist auf die bekackte Idee gekommen, da auch noch ein Timelimit einzubauen? Ich hasse Prüfungen auf Zeit! Wenn sie keine Gyrosteuerung haben. Dann passiert genau sowas! Ernsthaft? Ah! Diesmal hat eigentlich alles gestimmt. Was war diesmal das Problem? Ist mir die Zeit ausgegangen oder hat mich getroffen? Oder? Was war das Problem? Ja, ich weiß, ich komme hier erst rum, wenn diese scheiß 5 Sekunden vorbei sind. Go!
Komm, geh kaputt, zeig mir, dass du auch noch so eine Scheiße hast. Kann ich dir einfach dein Feuer nehmen? Natürlich nicht. Der Typ hat einen Hammer von einem Riesen weggeworfen. Brech das Eis auf, dann können wir direkt durchlaufen. Meine Leute, schon immer so langsam. Ich gehe jetzt, ist mir zu blöd hier. Also, so ein Scheiß hier. Du hast es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Zwerg. Grüß das Pickelgesicht von mir, wenn sie wieder gut geht. Geringe Bonusaktivierungschance. Ich brauche keine Bonusaktivierungschance. Was ich brauche, ist längere Winde. Präzision. Rat, du bist unbrauchbar. Hä? Also, weil zwei, okay. Größere Reichweite von dem Ding wäre natürlich auch schon geil. Blöd gefragt, kann ich überhaupt durch diesen Stein durchschießen? Der bescheidenste Wurf, den man mit diesen Dingern überhaupt machen kann. Es muss doch irgendein Weg gehen, das zu umbrücken. Wenn es weiß, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich komme später wieder, weil gerade habe ich die Schnauze voll von dem Ding.